Das Kartell schreit. Die Angst ist groß. Wir verlieren unsere Vormachtstellung. Wir müssen unsere Komfortzone verlassen. Helft uns! Ja, das Kartell in Form der Altparteien. Sie schreien, die Medien versuchen hier noch einiges aufrechtzuerhalten, aber die Verblödung durch Massenpsychologie, die ist vorbei. Und warum das so ist, schauen wir uns gleich an. Ja, mit Hallo Meinung haben wir auch einen großen Teil dazu beigetragen, mit mehr als 2700 Sendungen seit 2019. Hierfür gebührt mein Dank an das Team, das unendlich viel in dem Bereich leistet. Mein Dank gebührt aber auch den vielen Zuschauern, die uns unterstützen, immer wieder durch tolle Beiträge, aber auch durch finanzielle Unterstützung, denn wir leben ja nicht von irgendwelchen Zwangsgebühren oder Mitgliedsgebühren. Wir sind freischwebend im Raum und dafür sind wir dankbar, dass ihr uns unterstützt. Ja, das Geschrei ist groß. Umfragewerte der AfD 20% plus. Ein Landrat in Sonneberg in Thüringen wird gewählt. Deutschland ist dem Untergang geweiht. Ja, nun muss man sagen, wer regiert denn seit Kriegsende? Wer ist denn 16 Jahre in Merkel-Regentschaft mit in der Regierung gewesen? Und was fabriziert denn die Ampel? Und dass der Zustand von Deutschland so ist, naja, muss sich doch jeder nicht mehr groß hinterfragen. Das hat mit Sicherheit nichts mit der Alternative für Deutschland zu tun, die als einzigste Partei Oppositionsarbeit leistet. Eine, die hier wieder führend ist, ist die Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Sie fordert eine klare Abgrenzung von der AfD. Sie schreibt also, die AfD schürt ein Klima, das dem Standort Deutschland schadet. Das heißt also, viele Firmen wandern aus Deutschland ab, Arbeitsplätze gehen verloren. Was die Sicherheit angeht, jeder zweite Mörder in Deutschland ist ein Mensch mit ausländischer Herkunft. Täglich 2 Massenvergewaltigungen. Wir erleben das, dass in Schwimmbädern Massenschlägereien sind, Schwimmbäder schließen. Wir erleben Szenen mit Messerstechereien, ja, die zum praktisch zum Tagesgeschehen gehören. Das war nicht immer so. Jeder von uns, noch nicht mal die Älteren, werden sich darauf besinnen. Messerstechereien waren früher nicht an der Tagesordnung. Wir erleben, dass Nancy Faeser ein Messerverbot oder ein Waffenverbot erteilen will in Bahnhöfen. Ich frage mich, wird es zukünftig so sein, dass sie sagt, Banküberfälle dürfen nur noch gemacht werden mit einem Gummiknüppel oder mit einer Wasserpistole. Also das Ganze ist eigentlich nur noch lächerlich, was sich hier vollzieht. Die Menschen merken, die Massenverblödung funktioniert nicht mehr in Form dieser Psychologie der Massen, der Beeinflussung. Das funktioniert nur, wenn Medien und Politik hier zusammenhalten. Das erleben wir seit Jahren. Deshalb ging das auch so lange gut, aber es wird nicht mehr gut gehen. Und dazu zählt auch unsere Arbeit. Wenn wir erleben, ich habe gestern im Bayerischen Rundfunk gehört, 2 Jahre ist es her, dass in Würzburg 3 Frauen umgebracht wurden. Man sprach beim Bayern 1 davon, der Angreifer, der 3 Frauen tötete. Und das Bündnis Würzburg steht auf, Würzburg ist bunt, hat sich dagegen verwahrt, dass hier die AfD diesen Tag als Gedenktag nutzt. Und da muss man wirklich sagen, die Menschen, es gibt noch einige, aber es werden immer weniger, die merken, in dem Land stimmt vieles nicht und dieses Land muss wieder vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Dazu zählt auch eine feministische Außenpolitik. Wir erinnern uns oder wir hören jetzt, Nancy Faeser, ich bin auf Nancy Faeser fixiert. Annalena Baerbock befindet sich zurzeit in Südafrika und sie möchte am Kap dort an die Regierung appellieren, dass sobald hier das Treffen im August stattfindet, dass der Haftbefehl, der seinerzeit vom Strafgerichtshof erlassen wurde gegen Putin, dass der in Südafrika vollstreckt wird. Das zeigt, dass diese Frau, was Außenpolitik angeht, überhaupt jeglichen Realitätssinn verloren hat. Zum einen war der Sprecher der Afrikanischen Liga, hat klipp und klar im englischen Rundfunk und Fernsehen gesagt, habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, welche Verbrechen die Amerikaner hier verrichtet haben, alleine im Nahen Osten, da sind fast 1 Million Menschen ums Leben gekommen. Kriegsverbrechen wurden hier nicht geahndet. Wenn wir uns das anschauen, ein Putin zu verhaften, was das bedeuten würde. Und wenn wir uns anschauen, die BRICS-Staaten, wenn wir uns anschauen, Russland, China, Indien, Lateinamerika, Teile Afrikas sagen, das kommt für uns überhaupt nicht in Frage. Baerbock hat jeglichen Realitätssinn vermissen lassen und das tut sie
täglich. Und ich muss eines sagen, ich habe selber in den Vereinigten Staaten gearbeitet. Ich weiß, was Luftbrücke bedeutet, war ich zwar noch nicht auf der Welt, aber ich habe in Berlin in einer doch eingekreisten Stadt gelebt und wusste viel und weiß viel von den Amerikanern zu schätzen. Aber man darf den Sinn für Realität nicht verlieren. Dort, wo die Amerikaner waren, haben sie viel verbrannte Erde hinterlassen. Und wenn wir uns die Destabilisierung des Nahen Ostens anschauen, die ist heute noch erkennbar. 1 Million Menschen haben dort ihr Leben gelassen. Tja, Kriegsverbrechen wurden nicht geahndet, obwohl sie oft mit angezeigt wurden. Ja, wir haben eine Politik, die dazu geführt hat, dass die Menschen immer unzufriedener werden. Und das hilft auch nicht, dieses ständige Bashing gegen die AfD. Das sind die Bösen und die machen dies und Weltuntergang. Die haben mit der jetzigen Situation und dass Deutschland vom wirklich nicht nur auf dem absteigenden Ast ist, sondern sich im freien Fall befindet, hat die AfD nun überhaupt nichts zu tun. Und wir haben schon oft Sendungen gemacht, wie viele Firmen aus Deutschland verschwinden, weil sie einfach die Nase voll haben. Biden legt ein Investitionsprogramm auf in 370 Milliarden. America first, andere Länder tun das auch. Und wenn wir uns Europa anschauen, wenn wir uns Italien, wenn wir uns Spanien anschauen, wenn wir uns skandinavische Länder anschauen, viele Länder haben erkannt, dass werteorientierte Politik, insbesondere was Kultur, was Heimat angeht, was die Werte im Konservativen, im Positiven gesehen angeht, haben die Menschen eine Umkehr und wollen nicht diesen Wokeness, diesen linksgrünen Sozialismus. Und Deutschland ist auf dem Weg und das ist auch gut so. Bitte teilt dieses Video, abonniert unseren Kanal und danke für die Unterstützung und bleibt uns treu, sagt der Peter Weber und das Team.